Missbrauchs passiert, zu der Liebe sich zu erheben. Tatsächlich, der Mensch muss zu dieser Bitte kommen. Nicht, dass das ein Überfluss ist, sondern dass es aus dem zerbrochenen Herzen heraus passiert, dass er so fühlt. Die Bürgschaft, dass er das Ganze hasst und möchte aus dem Hass sich erheben. Es gibt eine Kraft, die Kraft zur Rückkehr zur Quelle, die arbeitet bezüglich des Menschen und sie ändert ihn. Nur diese Kraft kann nehmen, die Liebe zu sich selber und dieses Heben zum Nächsten durch Anstrengung, durch besondere Verlangen zwischen den Freunden. Der Mensch muss sich sehen auf zwei Etagen existierend. Auf der einen Seite fühlt er die Abstoßung, den Hass. Auf der anderen Etage fühlt er den Schöpfer, die Verbindung mit dem Schöpfer, wo er handeln muss, um das ganze Geschöpf zur Korrektur zu bringen, um dem Schöpfer Vergnügen zu bringen. Und das Gute, diesem Mensch zu machen, den er hasst. Denn der Schöpfer bekommt eine große Freude durch die Kraft, die der Mensch von oben erhält, und durch die Kraft der Bürgschaft. Wie kann ich mir vorstellen, dass ich annulliere die Grenzen und kann frei sein zwischen allen, nur unter der Voraussetzung dessen, dass ich mich um die sorge? Ich übermittle nicht den Virus. Ich bin vollkommen im Ganzen mit dem Coronavirus und neutralisiere den Coronavirus durch die Liebe zu allen und dann mit Hilfe von so einer Bürgschaft, in der ich mich befinde, mit denen kein Virus tritt aus, es gibt keinen Feind, es gibt niemanden, der mir schadet, und dann kann ich frei sein. Wie kann ich mir vorstellen, dass wir so existieren können, wenn alle, absolut alle, wir befinden uns in der Liebe zu uns selber? Das ist der schlimmste Virus, der vorhanden sein kann. Das ist die Quelle von allen Viren. Und mithilfe dessen, dass ich bedecke diese Bürgschaft mit der Liebe zu allen, ich übermittle denen auf keinen Fall irgendetwas Schlechtes und kann mit ihnen sein in der guten Art und Weise des Kontaktes. Bitteschön. Wir hatten über